Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und ja, das mit ihm funktioniert halt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. So, it's remarkable. Just remember to point the finger elsewhere. Now that you mention it, I was in Riverwood listening to this half-wit tell me about the story behind the Sleeping Giant Inn. Naturally, as he was twice as smart as I am, I was intrigued. Supposedly, there's an actual sleeping giant living somewhere in Falkreath. Ja, das hatten wir schon mal, glaube ich. As in, now, the person I spoke, the giant and the treasure may very well exist. All right then. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß nicht genau, wie das. Ist das richtig? Machen Quest. Take one. Speak to the sewer. Consult. 50. So. Alright then. Was? Consult with Warwin about another method. Yeah. Alright then. What is it, mortal? Da passiert nichts. Then? Die Quest ist irgendwie ein bisschen. Yes? Leicht. Alright then. Fehler angehaftet. Die nächste Stufe. Hit ihn with friendly fire. Viele haben in dieser Krypta den Tod. Alright then. Die Drauge. Ich versuche es. Hat es geklappt? Alright then. Ja. You hit me. I can't believe it. The pain. So much pain. And wait a minute. I felt something else as well. In my hand. Yeah. I think I did it. I mean, it was smaller than a juniper berry, but I actually felt the ward coming out of my hand. It worked. Schön. I think it was a lesser ward, although you can't really call it that. Maybe a lesser than lesser ward, or the least ward, but still a ward. Congratulations, you are officially a mage. Good. Now you don't have to pretend Bladebenders actually exist. Excellent. Hopefully you will last longer in battle now. Size isn't everything. Lesser than lesser ward isn't enough. No, congratulations. You're officially a mage. Oh, let's not get carried away. I'm still a blade binder first. I'm just a ward binder on my days off. Do you think you will be able to learn other spells this way? Perhaps. The real question is, do I want to? After what we just went through to learn this one, I'd say the answer is a resounding no. Look, I'm grateful for everything you've done. It's not the gift so much as the thought. Keep that in mind when I give you this paltry reward. Oh, and next time I get any bright ideas, just ignore me. But thanks for listening this one time. Okay. Dann haben wir die ja jetzt auch endlich geschafft. Alright then. Bitte folge mir nicht. Möglicherweise folgt er mir nicht mehr. Die Holte kriege ich, beschaffe. Habe ich genügend? Nein. Ja, da würde ich sagen, die Wiederherstellung der Dreieinigkeit. Ja. Eigentlich gäbe es doch denselben Weg, wie ich reingekommen bin, aber bestimmt auch wieder raus. Eigentlich. Naja, ist jetzt noch nicht so dramatisch. Oh, diese Geräusche. Und obwohl ich weiß, dass die Höhle leer sein sollte, weil ich ja hier schon mal durchgelaufen bin, ist das trotzdem noch so irgendwie ein merkwürdiges Gefühl.
ziemlich beunruhigend. Hier war ja das, wo dieser eine nicht weiterging wegen der Spinnen. Ist da irgendwas? Ja. Jetzt nicht so der Knüller, aber. Nicht schlecht. Jetzt wird's blöd, jetzt weiß ich den Weg langsam nicht mehr. Alles hier und dann hier hoch sieht gut aus. Immer hoch ist gut. Diese Stimme, nur diese Sounds, ey. Ah ja. Out with it, fool. Ja. Oh Mann. Nicht gut. So. Wo muss ich jetzt hin? Ach du Scheiße, andere Seite der Welt. Schattenstein, Schneeschuhhof. Ich bin bestimmt wieder hungrig oder verdursten und da ist bestimmt. Das ist so ein. Das war das letzte Mal auch, ne? Mit dem Drachen. Da ist dann gleich wieder ein Drache, na toll. Freue ich mich ja schon drauf. So, Leute. So, da sind wir. Von Jahren alt. Yes? Alright then. Ich hoffe ja wirklich nicht, dass der mir jetzt folgt. Yes? Alright then. Also, so richtig hoffe ich das. Schon besser. Der Wolf ist toll, ne? Der sieht so freundlich aus, als wenn ich den mal im Garten hätte, ich würde den streicheln sofort. Besser. Bist nicht du, wenn das Spiel abstürzt. Yes? That would probably be a bad idea. If
this bar. I wonder if any of the companions know how to sing. We should stop by Yorba. No, you already have someone. I don't Kannst du dann jetzt bitte gehen? Die Bäume hier sind so wunderschön. Sag doch mal, komm, Drache. Jemand muss etwas unternehmen. War es gerade ein Leck oder was war das? Maren. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gern bei der Feldarbeit helfen. Klar. Ich biete hier bitte ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ja. Bis dann. Na, wenn das geklappt hätte, wäre es aber auch echt zu gut gewesen. Wohin? Ihr kommt doch wieder, das weiß ich doch. Doch nicht. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Danke, freut mich auch. So, irgendein Bergpfad oder den, was irgendwas hat sie da erwähnt. Hier, das sieht passend aus. Mhm. Das ist aber ein netter Findling. Nachtigallhalle. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ja. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer frei zu besiegen. Aha. Was für ein Vorteil? Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Erzählt mir etwas über die Nachtigallen. Gallus, Mercer Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Mercer Frey uns verriet, indem er Gallus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Schneeschleierzuflucht warf. Gehörten sie zu Diebesgilde? Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Wozu sind sie da? Die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Oh, und wer ist Nocturnal? Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Ich habe noch nie einen Dieb getroffen, der jemand verehrt hat. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Hört sich nach einem guten Gildenauftrag an. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein Nocturnal. Ja, natürlich. Ich verlasse mich nur auf mein Geschick, nicht auf irgendwelche Kräfte oder Magie. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? Ja, so wie ich es bestimme. Ein Mieze, der ein unmögliches Schloss aufbricht, oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt Nocturnal Einfluss auf uns aus. Ja, klingt, als würde es ihr Freude bereiten, uns leiden zu sehen. Die Launen Nocturnals sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Erzwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Mhm. Werde ich eine Nachtigall werden? Ja, das hoffe ich zumindest. Hier entlang, bitte. Hallo? Es ist gleich da vorn. Bitte. Ich glaube, wir können Kalia vertrauen. Mal sehen, was sie im Schilde führt. Okay. Wenn ich eine Nachtigall werde, wäre das auch cool. Was
Das sind solche Orte, da wundert man sich, warum man die nicht vorher schon mal gesehen hat. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Mhm. Ich bin auch da und ich bin auch nicht religiös, also von daher. Ist wunderschön. Dies ist die Nachtigallhalle. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Oh. Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigallrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. In der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.